Können wir noch so ein Training? Ja, warte. So, ich brauche noch einen Booster. Ich habe einen Booster. Ein Secret Booster. Oh, ich muss noch kurz Socken anziehen. Zack, ich brauche Socken. Normalerweise trainiere ich ja immer in Latschen, aber wenn ich Rücken trainiere, dann muss ich echt Schuhe anziehen, weil wenn man sich so abdrücken muss, dann braucht man richtig Halt und da taugen die Latschen leider nicht. Sauer. Beste überhaupt zum Lüften sind immer Vans. Schöne, flache Sohle. Zack, zack. Schlüssel. Brauchen wir noch was? Wir haben Smoops Krauli vergessen. Immer bevor ich gehe, muss Smoops einmal kurz Krauli bekommen. Wir kommen ja gleich wieder. Papa muss kurz Rücken trainieren. Ganz kurz nur. Ich komme doch wieder. Sei doch nicht sauer auf mich jetzt. Ich komme wieder. So. Ah. Dann muss ich gut aussehen, wenn ich doch ein Foto machen soll. So, okay, jetzt können wir aber los, oder? Haben wir alles? Ich habe immer Angst, irgendwas noch zu vergessen. Haben wir alles? Oh nein, ich weiß was. Ich muss meine Fingernägel noch schneiden. Warum? Ja, weil guck mal, wie lang die sind. Das ist voll. Wir sind lang. Die muss man schneiden. Schnell, ganz kurz. Das geht ganz schnell, wirklich. Ja. Fertig. So, jetzt können wir los, glaube ich. Das habe ich schon wieder auch viel zu lange nicht gemacht. Das muss ich jetzt noch mal schnell eben kurz machen. Ganz kurz. Das muss ich unbedingt noch mal schnell machen. Mein INR messen, den Gerinnungswert. Da gebe ich jetzt ein kleines Wasser drauf. Hier habe ich schon immer vorgeschnitten. Zack. 4,7. Ups. Alter, fuck. Das ist gut oder nicht? Nee, das ist sehr hoch. Normalerweise sollte ich so zwischen 3 und 3,5 sein. Passiert. Warum? Zu viel Makoma genommen. Das ist das Problem, wenn ich das nicht regelmäßig teste. Aber lieber zu viel Makoma als zu wenig tatsächlich, muss man sagen. Ne? Also, ja, ist jetzt so. Morgen nehme ich dann halt keins. Passt schon. Ich war beim Arzt und ich habe meinen Testosteronwert messen lassen. Aber wir gehen erst trainieren und dann zeigen wir das mal, weil mein Testo war richtig hoch, richtig gut. Was filmst du da? Ich film nicht. Ich guck nur. Aha. So, was ist los? Können wir los oder was? Noch nicht. Ja komm, beeil dich mal ein bisschen. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ich war noch da. Mhm. Schneller. Komm. Ja. Gleichzeitig Eis essen und Schuhe anziehen, das klappt auch nicht. Hm? Ja, egal. Auf geht's. Ey, da war ich echt erst in der Waschanlage vor kurzem. Da kackt ein Vogel uns voll auf die Scheibe direkt. Volle Lotte drauf, Alter. So ein Drecksmüll, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Er hat alle Zeit der Welt. Alter, komm, gib Gas, Jungs. So, ganz kurz noch mal schnell in die Sparkasse flitzen. Wir brauchen Bargeld. Bargeld. Sparkassenkarte. Bargeld, Auszahlung. 1000 Euro. Jetzt film mal kurz meinen PIN, damit die Leute das genau sehen. 1000 Euro. Okay. So, kurz meine Drogen bezahlt. Die Steroide, Alter, die habe ich hier. Ja, darf man nicht sagen, nachher kriegt er hier Probleme. Also natürlich keine Steroide gekauft. Komm. Trinken vergessen. Jetzt können wir trainieren. Oh mein Gott. Hä? Was denn? Take a swat,
Maschine. Nice shit, bro. It and I stuck with it. We ain't with the subbing in the cut with it. Please, none of the talks, I heard enough of it. Like, what you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this. Don't talk about don't it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips. Don't talk about don't it. Real eyes, real eyes. Aktuell, morgens wiegt er 93 Kilo, 1,80 Zentimeter groß. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine aktuelle Form findet. I don't know what's an off day. Now we on road, came from smoking in the hallway. Now we got shows, boys feeling like Broadway. Always look both ways. Das muss reichen, ich bin raus aus dem Posing üben. Aber ihr könnt ja mal kommentieren, was sagt er zu vorne? Ist das aktuell gut oder nicht? Ich glaube schon, dass ich ein bisschen Gains gemacht habe. Die Arme auf jeden Fall, die werden immer fitter. So, ich merke das. Und genau, der Rücken wächst glaube ich auch so ein bisschen. Auch von vorne so, der Latt, ne, wenn ich die Arme so aufmache. Bup, ne, da ist wenigstens mal so ein bisschen jetzt, was hier kommt. Das freut mich, ja. Noch 3 Jahre Off-Season, ne? Bis 2024 und dann gehe ich erst wieder auf die Bühne. Da muss richtig was wachsen. Ich muss mindestens 5 Kilo aufbauen, mindestens. So, schnell einkaufen, ne? Hallo? Guck mal, ey, das ganze Auto ist zerkratzt. Da hat einer das komplette Auto zerkratzt, ey. Warum macht man sowas? Was soll das? Das ist doch voll kacke, Alter. Ich finde, es gibt überhaupt gar keinen Grund, ein Auto zu zerkratzen. Nicht mal, wenn du richtig beschissen kacke geparkt hast, ey. Nee, nee, du. And we don't follow protocols. We some kings like sis, no waterfall, ISO. What you gonna do? Where you at? Who you with? Must ride with me, yeah? Welche Nudeln? Du Lappen. Nudeln? Tomaten? Oh, Zucchini. Komm, wir packen Zucchini auch rein. Zucchini und Spaghetti Bolognese ist nice. Zucchini. Zwiebel. Rinderhackfleisch. Ja, das ist nicht so nah dran, Mann. Ja, das ist alles, was man für Spaghetti Bolognese braucht. Richtig? Oder brauchen wir noch was? Ja. Nö. Tomaten, Nudeln, Rinderhackfleisch. Ab nach Hause. Komm, bisschen Haribo geht immer. Komm, nicht mit der Schokolade, da steht Haribo drauf. Was machst du da? Drin. Machst du YouTube oder was? Ja. Hm? Dieter und was? Hans und Dieter. Wir haben einen Hausmeister, Alter. Ich muss immer alles hier im Haus reparieren, ne? Ich schwör's dir. Kannst du morgen direkt wieder Hausverwaltung anrufen, Alter? Gib mir das auf den Sack, da piept hier der Alarm die ganze Nacht durch die Straße aus. Das ist doch nicht normal, Alter. Scheiße! Was los? Mein Magerquark ist umgefallen, Alter. Oh. Die ganze Rotze ist hinter die Küche gelaufen. Das ist da reingefallen, oh, alles, ja. Jetzt muss ich die Küche auseinanderbauen, ansonsten schimmelt's hier, ey. Oh, das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich wollte doch einfach nur gerade kochen, ey. Eigentlich wollten wir den Leuten was wegen meinem Testo-Wert erzählen, Alter. Und jetzt hängen wir hier. Oh, das gibt es doch nicht. Vor allem jetzt komme ich nicht auf meine Protein.
Routine heute, Alter. Das war mein letzter Magerquark. Ich habe das hier stehen gehabt, so. Mit dem Dingen drin, hier mit dem Bömmel. Und ich habe so gedacht, so, boah, nicht, dass das gleich umfällt. Genauso habe ich gedacht. Und ich will das, dass wir das umstoßen beim Kochen. Und ich will das wegstellen. 10 cm und genau dann fällt um. Mein Kopf war gerade so, oh, nicht, dass das umfällt. Bumm, fällt um. Mein allerletzter Magerquark, ey. Wenn ihr mit mir fühlt, dann kommentiert mal Rest in Peace Magerquark. Kann doch nicht wahr sein. Stellt euch vor, der letzte Magerquark und ihr braucht noch 60 Gramm Eiweiß abends und die Scheiße fällt um. Das gibt es nicht, echt nicht. Ein bisschen Salz, ein Pfeffer, Paprika. Chili. Noch mehr Chili. Oi! Oregano. Ich bin immer noch sauer wegen meinem Magerquark. Jetzt weinst du? Ich bin sehr traurig wegen Magerquark. Nicht wegen Zwiebeln, wegen Magerquark. Ja. Die Nudeln sind fertig. Die Bolognese kocht. Ich gieße sie mal eben ab. Und dann können wir den Leuten mal mein Blutbild zeigen, oder? Ja. Der Testo-Wert, der war so super. Also ich habe mein Eisen, mein Ferritin bestimmen lassen, mein Vitamin D3 und mein Testosteron gesamt. Und mein Testosteron ist 7,7 Nanogramm pro Milliliter. Und der Sollbereich liegt bei 2,6 bis 9,3. So hoch war mein Testosteronwert noch nie. Das ist gut. Der war sonst immer bei 3 oder 4. Das bedeutet, jetzt aktuell mache ich richtig heftig Gains. Hoffentlich. Das ist doch richtig nice, Alter. Ich werde das in ein paar Wochen nochmal machen und mal gucken, wie der Testosteron dann ist. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, es ist entscheidend, unter welchen Bedingungen man auch Blut abnehmen lässt. Und ich habe das diesmal so gemacht, dass die Blutabnahme in meinen Deload gefallen ist, wo ich richtig schön geschlafen habe und richtig viel gegessen habe. Weil, also hier hinter sind auch nochmal meine anderen Blutbilder, Blutwerte. Im Endeffekt, sie sind eigentlich nur HDL, LDL etwas erhöht, weil ich halt viel zu viele Süßigkeiten esse wahrscheinlich, weil ich immer viel Schokolade schnabuliere. Ansonsten war es aber super, ne? Entzündungswerte zu hoch, Kreatinin ein bisschen zu hoch. Standard für jemanden, der viel Krafttraining macht, ne? Ansonsten aber, ja, Vitamin D3 im Sollbereich, Ferritin im Sollbereich und Testosteron im oberen Sollbereich. Das freut mich natürlich, das finde ich richtig nice, ja. Daumen nach oben, abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt, kommentieren, falls ihr noch nicht habt. Rest in Peace Magerquark und für alle, die bis hierhin geschaut haben, Dankeschön. Dankeschön an die treuen, wahren Fans. Ich mache mittlerweile eigentlich schon seit 10 Jahren YouTube und ja, schön, wenn ihr euch den Scheiß reinzieht. Dankeschön. Tschüss. Was ist denn los heute? Was ist los heute? Schon wieder habe ich hier. Ich glaube, ich habe dich angespritzt, mein Schatz. Scheiße. Und nur die Sahne und dran riechen und irgendwie hat das. Ja. Und auf mein Gesicht, ne? Auf dein Gesicht. Ja, wie immer. Okay. Komm. So. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir sind raus für heute. Dankeschön. Bitteschön. Probier mal. Ja, nicht nur den Käse. Lecker. Du Spaßvogel, du. Es heißt. Hau mal rein. Komm. Einmal pusten. Zu salzig, klar. Muss noch Salz. Noch mehr Salz? Ja. Ui. Wir drin. Oder? Ja. Aber geht.